Hallo liebe Menschen, das ist der Triaterra Videoblog. Ich bin Marco Heckel. Hier soll es um EM, effektive Mikroorganismen gehen und um Terra Preta Produkte. Heute um zwei Reiniger. Also heute geht es mal nicht um Themen direkt zur Begrünung der Erde, sondern um zwei ganz klassische EM Produkte von zwei Herstellern. Einer in Österreich, einer in Deutschland. Zwei verschiedene Putzmittel, die wir anbieten. Beides Zitrusreiniger, hier einmal Zitrus-Allzweckreiniger von der Firma Multikraft in Österreich und einmal der vollbiologische Zitrusreiniger von Emico Hell. Die beiden wollen wir heute mal anschauen. Anwendung von EM als Reiniger. Da habe ich auch schon mal ein Video zu Lavendelreiniger gerät. Und die Anwendung von EM als Reiniger ist ja vielleicht für Sie im ersten Moment überraschend, aber tatsächlich war sie von Anfang an Teil der EM-Anwendung und es hat sich relativ schnell herausgestellt, Mensch, man kann ja mit EM, und zwar mit dem ganz normalen EM, das wir aus Melasse und Mehlsäurebakterien und Wasser vermehren, kann man wunderbar reinigen. Und warum? Weil Mikroorganismen, wie ich so bei kleinen Hefen und die in EM drin sind, weil die, wenn die fressen wollen, wenn die Nahrung aufnehmen wollen, dann können die das ja nicht einfach abbeißen und wie wir kauen und runterschlucken, sondern die müssen ihre Nahrung vorher auflösen, damit sie sie durch die Bakterienwand, Zellwand aufnehmen können. Und dazu geben Bakterien und Pilze geben Enzyme ab. Enzyme, die Eiweiße in einzelne Aminosäuren zerschneiden oder die eben langkettige Zucker, Zellulose, Kohlenhydrate zerschneiden in einzelne Zuckermoleküle, die dann aufgenommen werden können. Also die bringen organische Stoffe in Lösung, lösen die mit ihren Enzymen, hacken die klein und bringen die in Lösung und können sie dann aufnehmen. Und das ist genau der Prozess, den auch ein Putzmittel macht. Auch das Putzmittel hat die Aufgabe, im Wesentlichen ja organische Stoffe, das ist ja der Hauptteil der Verschmutzung, organische Stoffe in Lösung zu bringen, damit man sie wegputzen kann. Also machen EM und Putzmittel vom Prinzip her genau das Gleiche. Und tatsächlich ist es so, dass man eben nur mit EM wunderbar putzen kann. Zum Beispiel haben wir da einen Kunden und Freund, den Frank Marten in Falkensee, der hat eine Reinigungsfirma, die unter anderem auch die Rigipswerke in Falkensee reinigt. Und die Rigipswerke, die regelmäßig Auszeichnungen in Falkensee kriegen, dass sie die saubersten Werke in ganz Europa sind von Rigips. Und warum? Weil sie sich diese gute Reinigungsfirma geholt haben. Und der Frank Marten ist ein richtiger kleiner Spezialist, auch mit EM. Und herzlichen Gruß, Frank, hallo, mache ich hier ein bisschen Werbung für deine gute Firma, putzt auch Schulen und öffentliche Einrichtungen und sonst was, was immer sie ihm anbieten, in Falkensee bei Berlin, beziehungsweise wahrscheinlich auch im Umfeld. Der hat berichtet, dass er sogar die Reifenabrieb, diesen Gummi, diesen extrem schwer zu entfernen Gummiabrieb von den Gabelstaplern, von den Fahrzeugen, die dann in so einem Rigipswerk hin und her fahren, die man mit sonst nichts wegkriegt, wenn er da regelmäßig EM sprüht. Also er macht das inzwischen so, dass er in seine Reinigungsautomaten da eben immer ein bisschen EM mit reinmacht, beziehungsweise gleichzeitig EM im Raum versprüht alle 14 Tage, wenn er da dann intensiver putzt, dass er da sogar diesen Abrieb wegkriegt mit der Zeit. Also etwas, was sonst kein Putzmittel leisten kann. Denn auch der Reifenabrieb ist ja typischerweise organisches Material, Kautschuk und andere Zuschlagstoffe, organische Verbindungen, die unsere Mikroorganismen offensichtlich mit der Zeit auflösen können. Gerade wenn sie ein bisschen Zeit haben, wenn man es immer regelmäßig mal anwendet, wenn man es mal sprüht, dann kriegt man da eine Grundsauberkeit rein, die offensichtlich kaum durch andere Mittel erreichbar ist. Beziehungsweise eine Aussage von ihm war, dass man, wenn man, egal welches Putzmittel man mit EM kombiniert, wenn es ein ganz billiger Allesreiniger ist, wenn man den mit EM kombiniert, kriegt man ein Hochleistungsputzmittel. Da gibt es so Putzmittelklassen und das rutscht gleich ein, zwei Klassen höher in der Putzmittelleistung, wenn man das mit EM kombiniert.
Ja, der hat dann auch berichtet, dass dass die Umkleideräume, die ja immer ein Thema sind, dass die nach Schweiß riechen und so. Wenn er seit er die mit EM putzt und aussprüht, riechen die eben frisch nach, ja, frisch und geruchlos, beziehungsweise ein bisschen eben nach dem Reinigungsmittel, Lavendel oder Zitrus, was immer man da nimmt. Ja, also das vielleicht zu dem Reinigungsmittel allgemein. Und dann ist natürlich die Idee, Mensch, wenn EM so ein guter Reiniger ist, kann man da das vielleicht eben noch steigern mit ein paar anderen biologischen Zusätzen. Und da hat man eben typischerweise Alkohol, Essig und ätherische Öle. Das sind eigentlich die typischen Zutaten für EM-Reiniger. Und Alkohol steigert nochmal die Putzwirkung, dass es eben Fette und so weiter auflösen kann. Essig kann Kalk lösen und auch im EM sind ja schon Säuren drin, aber wenn man noch zusätzlich Essig reinmacht, kann man Kalk und organische Stoffe teilweise noch besser lösen. Und dann ätherische Öle, wie zum Beispiel Zitrusöl bei den beiden hier, die dann auch dazu beitragen, dass es dann den bekannten angenehmen Geruch hat und eben auch für uns dann angenehm riecht. Also das EM selber riecht ja eher so wie Sauerkrautsaft, was schnell verfliegt nach dem Reinigen. Das ist dann jetzt nicht so, dass was das stundenlang danach riecht, sondern nach wenigen Minuten ist das schon wieder verflogen. Aber wenn man das natürlich noch mit Zitrusöl, dann ist das eher das bekannte Aroma von Reinigern, wie wir das uns angewöhnt haben über die Jahrzehnte. Genau, also Zitrusreiniger in dem Falle. Und da können wir mal kurz in die Zutatenliste gucken. Die Dosierung ist typischerweise 1 zu 100 verdünnt. In der Sprühflasche Fläche einsprühen, einwirken lassen, abputzen. Das übrigens auch bei dem normalen EM. 3 Euro den Liter. Das kostet 9,40 € den Liter. Das kostet 15,70 € den Liter, das österreichische Reinigungsmittel. Das von Emico, der Zitrusreiniger, enthält Wasser. Also es ist im Grunde normales EM, aber helles EM diesmal. Helles EM ist nicht so dunkel wie hier. Das ist so ähnlich wie unser Triaterra Honig, wo man aber in dem Falle mit Zucker und so, dass man nicht mit Melasse gearbeitet hat, sondern mit Zuckern, um ein helles EM herzustellen. Und dann ist hier noch Essig drin, Alkohol drin und in dem Falle sogar noch ein bisschen Waschnussextrakt. Das ist interessant. Das sind nämlich dann diese stärker fettlösenden Tenside. Also noch ein bisschen von einem natürlichen Waschnussextrakt ist hier drin. Und Zitrusöl für den Geruch. Also das ist der Emico-Reiniger und das ist also schon ganz ja, sowohl wohlriechender, heller Reiniger, den man auch auf allen Oberflächen einsetzen kann. Bei dem dunklen muss man aufpassen, dass man den nicht auf helle Wände sprüht, weil man da vielleicht Flecken bekommt, beziehungsweise muss ihn wirklich zuverlässig dann 1 zu 100 verdünnen, damit er keine Flecken kriegt. Oder man nimmt eben den hellen, das helle EM, Triaterra Honig, oder eben den hellen Reiniger. So, dadurch, dass da Alkohol und Essig drin ist, das gilt prinzipiell, ist das auch extrem haltbar. EM selber, wenn das aufgemacht wird und Luft rankommt, also wenn man es lange offen steht oder eben die halbe Flasche leer ist und da ganz viel Luft drüber steht, dann kann das schon mal nach 6, 8 Wochen umkippen. Das reicht eigentlich nicht, aber sag mal so, es ist theoretisch denkbar, praktisch passiert das erst nach Monaten, nach Jahr, nach einem halben Jahr vielleicht, wenn es komplett offen steht, dass es dann irgendwann mal umkippt. Aber jedenfalls bildet sich dann oben eine Hefeschicht und es veratmet ein bisschen. Irgendwann ist es nicht mehr sauer und dann kann es irgendwann umkippen nach vielen Monaten, wenn es offen steht. Das gilt nicht für diese Reiniger mit Essig und Alkohol, weil die durch den Essig und Alkohol nochmal zusätzlich konserviert sind und dadurch auch praktisch keine Mikroorganismenaktivität mehr ist. Die Säure wird nicht veratmet durch die Hefen, wenn sie Sauerstoff kriegen. Das heißt, das ist nochmal viel haltbarer als das normale EM. Da schreiben sie dann 2 Jahre drauf, aber der Punkt ist, das können sie auch nach 20 Jahren noch aufmachen, das funktioniert immer noch. Und selbst wenn sie es aufmachen und es steht halb voll und es kommt ganz viel Luft ran, kein Problem, es wird nicht schlecht. Das ist also schon mal der Vorteil davon, dass man Essig und Alkohol reinmacht, neben der besseren Putzwirkung und dem Zitrusöl mit dem guten Geruch. Und dann ist noch das Thema, das ist ja hier nochmal deutlich teurer. Also der kostet hier 49, aber warum haben wir denn diesen zweiten Reiniger von den Österreichern im Programm? Und die Idee ist bei uns nicht, dass wir ihnen alle Produkte anbieten, quer über die Bank, egal von wem, alle möglichen EM-Produkte haben wir drin. Nein, in unserem Shop
entscheiden wir uns eigentlich immer nur für ein, maximal zwei Produkte aus einer Richtung. Wenn sie deutlich unterschiedlich sind, werden wir sagen, dass wir entscheiden, versuchen uns eigentlich immer für das beste Produkt zu entscheiden und ihnen das anzubieten. Das das beste Preis-Leistungs-Verhältnis bietet, das prinzipiell das Beste ist, wie zum Beispiel bei unserer Zahncreme, da wo wir die österreichische Zahncreme gewählt haben, weil wir die als deutlich besser eingestuft haben, obwohl sie teurer ist. Und warum bieten wir hier beide Reiniger an? Und der Grund ist, dass der tatsächlich nochmal einen Zacken besser und schärfer ist und die Österreicher haben sich die Reinigungsmittelentwicklung wirklich auf die Fahne geschrieben und da ganz viel Know-how gesammelt und wissenschaftliche Studien gemacht und haben da nochmal einen draufgesetzt auf das normale EM. Mit dem Citrus-Allzweckreiniger von Multikraft, EMC ist da der Markenname, im Gegensatz zu dem Citrus-Reiniger von Emico. So, und da haben wir nämlich eine etwas andere Zusammensetzung. Mal gucken, wo ich das finde. Inhaltsstoffe. EM. Und, wie Sie schreiben hier dann, die Multikraft hat noch im Grunde ein Spezial-EM ein bisschen entwickelt, was noch ein bisschen mehr Fett und Zellulose löst. Ich glaube nicht, dass das so eine deutlich größere Wirkung, also dass das so eine wichtige neue Abwandlung ist, da kriegt man vielleicht noch ein bisschen mehr Leistung. Aber 90% hat man mit dem normalen EM, dann hat man vielleicht noch 10% mehr. Das ist nur im Spezialbereich, dass das dann vielleicht noch einen gewissen Unterschied ausmacht. Aber egal. Also auf jeden Fall haben sie da nochmal ein EM entwickelt, was sogar noch ein bisschen mehr Fett- und Zelluloseabbauer enthält. Also noch das EM nochmal ein bisschen angereichert mit etwas anderen Kulturen, außer Milchsäurebakterien, Hefen und Photosynthesebakterien. Haben sie da noch ein paar andere reingemacht. Dann haben sie Alkohol drin, kein Essig drin, haben, sage ich mal, sich noch mehr Mühe gegeben, den Geruch zu verbessern, indem sie da verschiedene Duftstoffe mit reingemacht haben, also den Geruch sozusagen nochmal optimiert, nochmal auf einen besonders schönen, angenehmen Geruch gemacht, auch übrigens mit heller Melasse hergestellt in dem Falle, sodass das farblos wird, auch diese ist eine farblose Lösung. Kann das also auch auf hellen Oberflächen oder sprühen im Haus, ohne dass man irgendwo Flecke macht. Und dann hat es statt Essig Zitronensäure drin. Und Zitronensäure ist ein interessanter Stoff. Zitronensäure ist ein starker Kalklöter, noch besser als Essig. Zitronensäure ist nicht Zitrusöl. Ne? Es wird zwar auch in der Zitrone gefunden, aber das ist richtig sauer, das ist richtig eine bestimmte Form einer organischen Säure. Also das löst gut Kalk, es löst gut Öl und wirklich auch aggressive Ablagerung und ist gerne ein Bestandteil von Spezialreinigern. Es gibt auch alle möglichen Bioreiniger, die mit Zitronensäure formuliert werden. Beziehungsweise ich habe sogar in meinem Haushalt 5 Kilo Zitronensäure mir gekauft und wir reinigen hier in der Firma im Haushalt auch mit Zitronensäure, aber Pulver dann, ne? Pulver, was wir dann entsprechend auflösen und uns die Mischung selber machen und dadurch eine deutlich bessere Reinigungswirkung kriegen und selber unseren eigenen biologischen Reiniger mit EM und Zitronensäure sozusagen zusammenstellen. Also Zitronensäure ist ein ganz interessanter Stoff, der eben sehr gut reinigt und biologisch abbaubar ist und ansonsten ne, gut ein organischer Stoff ist. Und den haben sie jetzt zusätzlich mit reingemacht. Also tatsächlich nach meiner Erfahrung, die Reinigungswirkung ist nochmal ein Zacken schärfer. Das haben sie nochmal ein bisschen steigern können. Und es riecht nochmal ein Stück weit an, noch formulierter, noch runder, sag ich mal, nach Zitrus und gutem Geruch. Also deswegen haben wir diesen sehr teuren Reiniger mit 15,70 Euro den Liter, haben wir im Angebot drin, weil der wirklich nochmal eine Klasse für sich darstellt. Und gerade wenn es so in den richtigen professionellen Bereich geht, wo man dann auch mal Unterlagen braucht, Datensicherheitsblätter, wissenschaftliche Untersuchungen, Keimverminderung durch Reiniger und so weiter, die gibt es. Da haben die Österreicher sich tatsächlich bei dem, also wenn man das in Arztpraxen oder so verwendet oder im Krankenhaus oder in sensiblen Bereichen, dann ist tatsächlich der Multikraft, die Leute haben sich da tatsächlich auch hingestellt und haben da wissenschaftliche Studien und richtige Untersuchungen zu finanziert, um zu zeigen, dass das ein
nachweislich zu zeigen, dass das ein guter Reiniger ist. Ja, also das für Sie als Anregung, womit Sie reinigen können. Triatheraktiv, das für 3 Euro, das ganz normale EM, vielleicht mit einem normalen Reiniger, den Sie sowieso verwenden, gerne einen Bio-Reiniger. Triatera Honig, das helle EM für 5 Euro von uns, mit dem Sie genauso reinigen können wie mit dem dunklen. Oder richtig schon fertig formulierte Reiniger, also auch mit den Pur-Sachen, mit den Sachen kann man gut reinigen, aber man kann das mit Alkohol, Essig und in dem Falle Zitronensäure durchaus nochmal steigern, die Reinigungswirkung und eben den schönen Geruch dabei haben mit dem Emico Zitrusreiniger und mit dem Multikraft Zitrusreiniger. Viel Spaß beim Reinigen, da macht das Putzen doch gleich viel mehr Spaß. Und übrigens, tatsächlich, wenn Sie mit EM putzen, müssen Sie ungefähr nur noch halb so oft Fenster putzen und halb so oft Staubwischen, weil Sie einen richtigen Lotus-Effekt auf den Flächen kriegen, der Wiederverschmutzung vermindert. Das ist richtig Nanotechnologie, die Mikroorganismen da machen. Und weil, wenn sich EM in alle Ritzen ausbreitet mit dieser positiven Mikrobiologie, dann haben Sie weniger von diesen Pilzen, die diesen Staub machen, diesen Schimmelpilzstaub. Und das ist dann die Beobachtung, wenn man mit EM putzt. Man muss weniger Staub wischen und man muss weniger auf Fenster putzen. Das ist doch mal eine gute Nachricht. Herzlichen Dank und mal schauen, vielleicht schaffen wir es nächste Woche wieder. Bis dann.